Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Pokémon Schwarz 2 Hardlock Challenge. Im letzten Part sind wir bis nach Abidaya City, heißt es so? Ich bin mir gerade echt unsicher gekommen. Ich bin kurz über das Team rübergegangen, weil es hat sich nichts verändert. Und wir müssen kurz ein bisschen Stuff hochhalten, wie ich gerade schön merken darf. Wo ist unser Hypertrank? Boah, es ist einfach so ungewohnt, wenn du die ganze Zeit auf der PS4 spielst. So die letzten 5 Tage bestanden für mich zum Großteil aus Spider-Man-Spielen. Und jetzt einfach so spontan wieder den Xbox-Controller an die Hand zu legen, ist ungewohnt. Sage ich euch, ungewohnt ist das. So, wir haben hier eigentlich schon überall irgendwas gefangen. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe. Ah, nee, ich möchte lieber meine Items behalten. Top-Shots einsetzen. Da haben wir noch genug. Und wir sind auf gutem Wege hier Richtung Finale. Ne? Es geht langsam voran, aber ich glaube, dieses Jahr packen wir es. Ich glaube, dieses Jahr werden wir auf jeden Fall noch fertig. Also egal in welcher Form, egal ob wir verrecken oder nicht, glaube ich, werde das Ganze so spielen, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr noch fertig werden. Damit das so ein schönes, abgeschlossenes Projekt ist, das wir 2019 begonnen und 2019 auch beendet haben. Gute 3 Monate geht das jetzt schon, ne? Wenn ich so überlege. 3 Monate müsste das Projekt jetzt laufen, ne? Beim Oktober hat es begonnen. Oktober, November, Dezember, ja. Ja, doch, stimmt schon. Passt schon. Müsste alles seine Richtigkeit haben. Und es ist, ich hab tatsächlich auch wieder Spaß an dem Spiel gefunden. Ich habe ja echt gedacht, dass ich mir an irgendeinem Punkt nur noch qualvoll dieses Spiel gebe und hoffe einfach, dass ich irgendwann sterbe. Also, ganz im Ernst, ich hab mir halt wirklich gedacht, boah, jetzt sterben wir eigentlich ziemlich, also nicht in Wirklichkeit sterben, ne, sondern im Spiel sterben. Das sollte aber trotzdem ausreichen. Ja, wir sind Weib am Krebutag. Auch wenn Krabhammer immer ein bisschen kritisch ist, aber sollte passen. Ja, ich habe mir wirklich oft gedacht, boah, kritisch. Ich glaube, ich habe das auch jetzt eigentlich schon gefühlt viel zu oft in diesem Spiel angesprochen, wie kritisch es doch teilweise war, das Spiel aufzunehmen. Deshalb freue ich mich umso mehr auf die Sachen, die jetzt nächstes Jahr kommen. Da steht einiger cooler Stuff vor der Tür. Und wenn dann auch der Umschwung langsam beginnt. Der wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Aber im nächsten Jahr kann ich euch schon mal sagen, da kommen ein paar geile Projekte auf euch zu. Die sind schon alle in Planung. Die sind schon alle teilweise angefangen, teilweise noch nicht. Ich muss mir mal noch überlegen, was man so macht. SMG 2 geht weiter. Ich kann nur jedem empfehlen, in SMG 2 reinzuschauen. Also da ist wirklich eigentlich durchgehend off-topic. Oder wenn es mal on-topic ist, dann ist es auch wirklich... Ich wollte mich durchgehend einsetzen. Das ist auch wirklich witziges off-topic. Also da kann ich nur jedem ans Herz legen. So, und bevor jetzt irgendwie Durchbruch nicht reicht, machen wir das. Wir spielen sicher, ne? Nach Möglichkeit relativ sicher einfach dieses Spiel jetzt runterspielen. Damit wir nicht mehr verlieren. Weil, wie gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr, hier noch irgendwie reinzuscheißen. Wäre auch ein bisschen unangenehm. Ich würde gerne das erste Projekt auf diesem Kanal wirklich schaffen. Ja. Ansonsten, wie geht's euch so? Ich hoffe, euch geht's gut. Vielleicht weihnachtet es jetzt schon ein bisschen mehr bei euch. Bei mir auf jeden Fall. Wir haben jetzt nämlich die Weihnachtsdeko runtergeholt. Und das heißt, mit der Weihnachtsdeko kommt eigentlich auch immer so meine Weihnachtsstimmung. So Weihnachtsmusik hört man sich da. Ah, nein. Weihnachtsmusik hört man sich langsam an. Nicht schon wieder. Was machst du jetzt? Was drückt der? Er drückt Wasser. Okay, das ist okay. Also prinzipiell möchte ich mich nicht weiter aus dem Fenster lehnen, aber Serpentarius sollte das gewinnen. Mach keinen Bullshit. Ich warne dich. Ich warne dich, Kyogre, ne? Ey, das kann's echt nicht mehr sein, ne? Das kann's nicht mehr sein. Dass er direkt die 10% Boost bekommt. Ja, Laubklinge los. Ich würde ja jetzt gerne... Okay, er ist doof.
Also ich habe halt jetzt einfach gehofft, dass er aus Gründen nicht Eisstrahlen hat. Aber der hat halt jetzt einen Wasserring, hat einen Omni-Boost und hat Coverage. Das war nichts. Ja, war ein schönes Projekt. Hat Spaß gemacht. Jetzt ist es vorbei. Also, nee, also das ist... Das kann es doch echt nicht sein. Ich habe es ein bisschen gejinxt, das gebe ich zu. Aber das ist ja mal absolut. Ich drücke jetzt Drachentanz einfach nur in der Hoffnung. Oh, er ist doof. Dass er tatsächlich doof ist. Das allein hat schon viel zu viel Damage gemacht. Und ich jetzt gleich einen Crit mit Drachenklaue lande. Dann könnten wir das hier noch rumreißen. Und das auch nur, weil er gerade unglaublich doof ist. Weil ich weiß nicht, warum er nicht Eisstrahl drückt. Zumindest ist von Tränen dann nicht mehr so stark. Bringt uns nicht viel. Ja. Ich kann ja nicht mal gegenheilen oder so. Es gibt nichts. Ja! Nicht mal 6 Minuten sind wir im Part. Ungefähr 6 Minuten sind wir jetzt im Part drin. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch einfach nur zum Kotzen. Hat Spaß gemacht, das Projekt, ne? Ich dachte, heute können wir mal wieder ein bisschen mehr Themen anschneiden, ne? Jetzt passt das Ganze, jetzt ist das Ganze gut getimed. Also, ich bin ehrlich, das ist das einzige Pokémon, was, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt mein Team komplett auseinanderreißen hätte können. Und das auch nur, wenn es einen Crit bekommt. Einen Boost bekommt. Ansonsten hätte mich das jetzt nicht besiegt. Eigentlich müsste ich jetzt Kyogre wieder aufs Thumbnail packen. Aber... Ne, mir fehlen einfach die Worte, das ist halt einfach Bullshit. So, es gab keine Möglichkeit, dass ich irgendwas dagegen jetzt hätte machen können. Ich habe nicht mal irgendwas schlecht gespielt oder so. Das Einrollen von Serperoyal war meiner Meinung nach absolut richtig, weil eine Laubklinge so und so nicht gereicht hätte. Und ich dann auf plus 1, wenn er Eisstrahl gedrückt hätte, wahrscheinlich in der Range von Notdünger gewesen wäre und ihn rausgenommen hätte. Du brauchst jetzt nicht heilen, wir haben verloren. Die Challenge ist zu Ende, sobald das Team komplett besiegt wurde. Ich bin mir zumindest sehr sicher, dass ich diese Regel mir so... Also nicht, dass ich irgendeine andere Regel gehabt hätte. Ansonsten müsste ich das jetzt nachschauen. Aber das Team ist tot. Und ich finde das immer so ein bisschen, ja, wenn man so von der Box was, also quasi die Regel hat, hey, wenn noch auf der Box was lebt, dann darfst du das benutzen. Hallo! Das finde ich immer, das hat man vielleicht ganz kurz was gehört, weil ich selber kurz nachschauen muss. Soll der Spieler vom Spiel automatisch geheilt werden, der Spieler hat bestimmt, aha. Nee. Ja. Ist vorbei. Cool. Cool. Also so war das Ganze jetzt nicht geplant. So war das Ganze überhaupt nicht geplant. Jetzt möchte ich einmal kurz auf meine Box gucken, ob es irgendwas geändert hätte, wenn ich was anderes mitgenommen hätte. Es hätte nichts geändert. Die Antikraft-Boosts. Ich hätte ja nicht mal das Wetter ändern können, weil die Ehrenfrau nicht dazu in der Lage gewesen wäre. Ach, das ist doch Bullshit. Das ist doch... Das ist Bullshit. Ich bin ehrlich, ich hab's ein bisschen gejinxt. Ich habe immer provokant davon geredet, ich möchte jetzt nicht verlieren. Und allem drum und dran. Und dann habe ich jetzt auch noch gesagt, ich habe an dem Moment gedacht, hey, jetzt absichtlich sterben. Ja, ne? Ich weiß halt echt nicht, was ich jetzt genau dazu sagen soll. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die zugeschaut haben, bei allen, die das Projekt immer tatkräftig unterstützt haben, bei allen, die immer sehr nette Kommentare geschrieben haben. Auch wenn ich mal zufällig irgendwie kein Herz oder so gegeben habe, dann habe ich das einfach nur überlesen. Ich habe jeden Kommentar gesehen. Ich schaue die mir meistens so ein, zwei Tage später immer an. Also ich habe alles gesehen, bin euch für alles sehr dankbar. Ja, das war es dann wohl mit Schwarz 2 in der Hardlock Challenge. Das heißt, wir werden jetzt... Das ist jetzt richtig doof, ne? Ich habe eigentlich eingeplant, dass die Weihnachtszeit jetzt noch voll davon ist. Und jetzt muss ich schauen, was ich jetzt während der Weihnachten... Ja gut, dann gibt es 2 Wochen weniger Videos. Tut mir leid. Ja, nee, müssen wir mal schauen, wie wir die nächsten 2 Wochen jetzt quasi über die Runden kriegen. Ja. Cool. Wie gesagt, danke an alle, die dabei waren, die zugeschaut haben, die mitgefiebert haben. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Projekt auch wieder. Bis dann und ciao.